So, Kinder, ich gebe euch einen kurzen kleinen Tipp. Alles Kleber, wie ihr jetzt auf einer Party. Eselsmütze auf, ab in der Ecke. So. Ha? Ein Uhu, genau. Und den Rest verrate ich. Das ist nämlich kein europäischer Uhu, sondern das ist Sirius. Sirius ist ein sibirischer Uhu. Die sind erstens einen ganz kleinen Tick größer, was allerdings mehr auffällt, die sind viel heller im Gefieder als die Uhus, die bei uns leben. Alle Eulen haben ganz lockere, weiche Federn. Das hat zwei große Vorteile. Zum ersten einmal sind die in der Lage, fast geräuschlos zu fliegen. Das ist extrem wichtig. Das sind nicht so schnelle Jäger wie die Falken. Die sind einfach darauf angewiesen, ihre Beutetiere zu überraschen. Die Federn sind ganz weich am Ende gezahnt. Da bricht sich der Wind anders drin. Deswegen können die fast geräuschlos fliegen. Kannst du das bitte lassen? Danke. So. Der zweite große Vorteil ist, die können ihren Feinden eine Größe vortäuschen, die sie gar nicht besitzen. Sind wir wieder beim Gewicht? Wer traut sie noch zu schätzen? Von Ihnen, nicht von mir. Normal sehe ich, dass wir die Besucher hier sitzen, gedanklich Zucker- und Mehlpackungen übereinander stapeln, bis sie auf die Höhe kommen. Dann kommen sie meistens bei 3,5 Kilo raus. Hat er aber nicht, der wiegt mal gerade 2. Was meckerst du mich an? Da haben wir lang und breit drüber gesprochen. Ich hab dir erklärt, dass es keine Zucker ist. So, 2 Kilo, Achtung. Zurück. 2 Kilo. Alles andere ist pure Angeberei. Ich behaupte auch immer, ich habe einen Eulenbauch, aber mir glaubt das nie einer. Flügelspannweite ungefähr 1,60 Meter. Genau nachgemessen habe ich das noch nicht. So, ganz wichtig, hier die Kleinsäuger. Schön festhalten jetzt. Letzten Platz. Da kommt der Kerl da oben an, hat er doch tatsächlich eine Perücke dabei. Nee, natürlich nicht. Das ist aber ein netter Gedanke, oder? So, jetzt mal aufpassen beim Überflug, ob man was hören kann, außer die Glocke. Komm, sei mal Kumpel, ich habe keinen Bock, bis nach unten zu laufen. Freund, Achtung, zack. So, hat einer was gehört außer die Glocke? Nee, ne? Lautloser Flug. Alle Eulen haben im Verhältnis zum Körper recht große Augen. Das ermöglicht ihnen bei wenig Licht noch sehr gut zu sehen. Die können tagsüber genauso gut gucken wie wir. Abends in der Dämmerung dementsprechend besser. Komm, auf geht's. Hopp. Bei völliger Dunkelheit sehen dann auch die Eulen nichts mehr. Da gibt's aber Spezialisten, die Schleiereule zum Beispiel, die jagt dann nach Gehör. Komm, auf geht's. So, bitte gut zuhören, genau das tun, was ich sage. Jeder bleibt bitte genau da stehen und sitzen, wo er gerade ist. Keiner fässt den Vogel an. Und jetzt kommt das Schwierigste überhaupt, jeder passt auf seine Kinder auf. So, wenn man sich mal diese riesigen, faszinierenden Augen anschaut von so einem Uhu, so groß und schön die auch sind, die haben einen großen Nachteil. Die sind so gut wie starr. Die können die Augen nicht bewegen wie wir. Links, rechts, oben, unten. Das funktioniert nicht. Das gleichen sie aber wieder aus, indem sie in der Lage sind, ihren Kopf um über 360 Grad zu drehen. Die können sich selbst auf den Rücken schauen. Ich rate keinem, das auch auszuprobieren. Geht garantiert nach hinten los. Kinder, und schon kannst du mir mal erklären, was du da gerade fotografiert hast? Den Uhu von hinten unten? Weiß dein Mann von deinen Neigungen? Sprich doch einfach mit mir. Machen. Dann das von hinten unten löscht du wieder. Du hast mein Mitgefühl. So,
Kinder, also nicht nachmachen, ne? Und schon gar nicht vom Kumpel helfen lassen. Die Eulen können das nur, weil sie über die doppelte Anzahl der Halswirbel verfügen. Deswegen können die den Kopf so weit drehen. So, wenn man sich mal diese riesigen Fänge anschaut hier von so einem Uhu. Natürlich frisst der Mäuse, wenn es nichts anderes gibt. Er ist durchaus in der Lage, größere Beute zu machen. Ausgewachsene Hasen bis zum Jungfuchs tötet so ein Uhu mühelos. Das ist für den überhaupt gar kein Problem. Deswegen ja auch keine Hunde, auf einen Dackel habe ich persönlich auch. Alles gut? Keine Angst, wenn er was fallen lässt, kriegt Glück. Was der da oben auf dem Kopf hat, diese Federbüschel, das sind die sogenannten Federohren, hat aber rein mit dem Organ Ohr und Hören selber gar nichts zu tun. Ich vergleiche das immer mit so einer Haarextension, so muss man sich das vorstellen. Die Ohren sitzen seitlich hier hinter. Nach 8 bis 12 Stunden ungefähr würgen alle Taggreifvögel und auch die Eulen alles wieder aus, was sie nicht verdauen können. Fellreste, Federn, Knorpel. Die werden hochgewürgt, wieder ausgespuckt. Das sind die sogenannten Gewölle. Im Gegensatz zum Taggreifvogel ist eine Eule nicht in der Lage, Knochen zu verdauen. Das hat was mit der Magensäure zu tun. Kinder, wenn ihr so ein Gewölle draußen findet, trocknet, aufbröselt, Knochen drin, dann ist das immer das Gewölle einer Eule. Mit ein bisschen Glück findet ihr da ganze Mäusepuzzle, dann schnell den Kleber geholt, wieder zusammengebaut. Ne? Ja, doch, da böse. So. Sirius habe ich bekommen im Alter von 6 Wochen. Den habe ich weiterhin mit der Hand aufgezogen. Mittlerweile ist er 9 Jahre alt. Als er noch nicht fliegen konnte, ist er wie ein junger Hund.